Meine sehr geehrten Damen und Herren, einen guten Morgen wünsche ich Ihnen und freue mich, dass Sie trotz des Wetters so zahlreich hier erschienen sind, um etwas über die Kriegsdienstverweigerung der Zeugen Jehovas in der NS-Zeit und ihre Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland zu erfahren. Die heutige Veranstaltung ist, wie Sie dem Programmheft entnehmen konnten, zugleich die Finissage zu unserer im letzten September eröffneten Wechselausstellung über die Verfolgung der Zeugen Jehovas in der NS-Zeit am Beispiel Münchens. Wer die Ausstellung also noch nicht gesehen hat, sie ist noch bis heute Abend 19 Uhr zugänglich. In diesem Kontext möchten wir uns auch noch mal ganz besonders bei Herrn Christoph Wilke bedanken, unserem Kooperationspartner für diese Ausstellung, auf dessen Forschungen und privaten Beziehungen auch diese Ausstellung beruht. Wir danken des Weiteren allen privaten Leihgebern für die Bereitstellung von Fotos und Dokumenten sowie dem Archiv der Zeugen Jehovas in Zeltas auch für die Bereitstellung von Dokumenten und Fotos. Die Ausstellung stieß mit um die 50 angemeldeten Gruppen sowie zahllosen Einzelbesuchern, vor allem aus Süddeutschland, aber auch aus Österreich und der Schweiz, auf großes Interesse. Stellvertretend möchte ich den Besuch von Hermine Liska, geborene Obweger, nennen, einer österreichischen Zeitzeugin, deren Schicksal sich auch in der Ausstellung wiederfindet. Dies zeugt einerseits von dem Bedürfnis vieler Angehöriger der Glaubensgemeinschaft, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, andererseits aber auch von dem gestiegenen Interesse, mit dem die Gesellschaft heute dem Verfolgungsschicksal der Zeugen Jehovas gegenübertritt. Sinnbildlich dafür, also für die in den letzten Jahren erfolgte Aufnahme der Zeugen Jehovas in das Gedenken an die Opfer der NS-Verfolgung, steht die seit 27. Juli letzten Jahres in der Münchner Auenstraße 15 angebrachte Erinnerungsstele für Therese Kühne. Die Zeugin Jehovas, geboren 1884 in Unterweikertshofen bei Dachau, widersetzte sich, wie viele ihrer Glaubensgenossinnen, dem 1933 erfolgten Verbot der Zeugen Jehovas und verbreitete die religiösen Schriften der Gemeinschaft. Deren pazifistischer, regimekritischer Inhalt galt dem NS-Regime als Wehrkraftzersetzung. Die Weitergabe dieser Schriften wurde nach Kriegsbeginn unbarmherzig verfolgt. Therese Kühne wurde am 30. August 1944 durch den Volksgerichtshof Berlin zum Tode verurteilt und am 6. Oktober 1944 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Damit sind wir mitten im Thema. Und ich darf den Referenten des heutigen Abends, des heutigen Vormittags ausnahmsweise, Herrn Dr. Hans Hesse, ganz herzlich begrüßen. Hans Hesse. Hans Hesse widmet sich seit Ende der 1990er Jahre der Verfolgungsgeschichte der Zeugen Jehovas. Der gebürtige Bremer studierte Geschichte und Publizistik an der Freien Universität Berlin, arbeitete als Journalist und veröffentlichte zahlreiche Studien zur nationalsozialistischen Verfolgung nicht nur der Zeugen Jehovas, sondern auch der Sinti und Roma. Aus dieser Beschäftigung ging eine Reihe von Zeitzeugenbiografien hervor. 2006 erschien seine Dissertation über die Entnazifizierung am Beispiel von Bremen und Bremerhaven. Daneben war er Projektmitarbeiter unter anderem an der KZ-Gedenkstätte Moringen und am Archiv des Gedenkens an die NS-Zeit im Rheinland. In den letzten Jahren beschäftigt er sich intensiv mit erinnerungspolitischen Themen, unter anderem im Zuge der Gestaltung des Gedenkorts Hannoverscher Bahnhof in Hamburg. Lieber Herr Hesse, ich darf Sie bitten. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von mir schon mal vorab einen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen. Ich habe heute den ersten Schnee in diesem Winter gesehen
Aber ich stehe auch am Ende der ersten Erkältung dieses Winters. Deswegen entschuldigen Sie bitte, wenn ich während des Vortrags hin und wieder vielleicht mal einen Schluck Wasser nehme oder ich mich entsprechend räuspern muss. Bedanken möchte ich mich vorab sehr herzlich bei den Veranstaltern, sowohl des NS-Dokumentationszentrums als auch dem Team, das die Ausstellung gestaltet hat, dass ich hier heute zur Finissage dieser, wie ich finde, sehr wichtigen Ausstellung eingeladen wurde, einen Vortrag zu halten. Das mache ich sehr gerne und mit großer Freude. Und ich empfinde das auch ein bisschen als Auszeichnung. Mit Erschrecken habe ich nebenbei auch mitgekriegt, wie meine Vorrednerin schon erwähnt hat, wie lange ich mich schon mit dieser Thematik beschäftige, Ende der 90er Jahre, oh Gott. Ja, und dass ich über die Kriegsdienstverweigerer was sagen darf, obwohl mein Spezialgebiet so ein bisschen mehr die Zeuginnen Jehovas sind, aufgrund meiner Tätigkeit in Moringen, freut mich aber eben halt auch sehr, weil ich gerade zu dieser Thematik auch einen persönlichen Zugang habe, insbesondere zu einem Zeitzeugen, nämlich zu Horst Schmidt. Ich habe mit ihm seine Autobiografie veröffentlichen dürfen und das, die Zusammenarbeit war für mich etwas sehr Außergewöhnliches. Ich habe Horst, darf ich sagen, Horst, in vielen Veranstaltungen begleitet. Wir saßen auf sehr vielen Podien und ich habe sehr häufig gesehen, wie sehr sich Horst dann auch gequält hat jedes Mal, wenn er über seine Erfahrungen berichtete. Und deswegen war für mich diese Arbeit mit ihm zusammen, dann die Autobiografie herauszugeben, das ist so für mein Forscherleben, aber auch für mein persönliches Leben ein Highlight gewesen, an das ich also sehr, sehr häufig zurückdenke. Und deswegen freut es mich, dass ich die Möglichkeit habe, zu dieser Thematik heute hier vor Ihnen zu sprechen. Am Anfang möchte ich ein Zitat stellen. Er lehnte aus Gewissensgründen den Kriegsdienst radikal ab. Lehnte insbesondere ab, einen Eid auf Adolf Hitler zu leisten. Ich versuchte ihm alles zu sagen, was ihm etwa eine andere Stellungnahme ermöglichen könnte. Es lag mir so viel daran, das Leben dieses tüchtigen Menschen zu retten. Aber er war seiner Meinung völlig gewiss. Bei der Kriegsdienstverhandlung sagte ihm der Hauptmann, was würde denn, wenn es alle Menschen so machen würden wie Sie? Worauf er die Antwort gab, dann wäre der Krieg gleich zu Ende. Dieser Bericht stammt von dem Stuttgarter Stadtpfarrer Rudolf Dauer. Er hatte Anfang 1942 mehrfach den Zeugen Josef Gustav Stange in der Haft besucht. Stange, ein Schuhmacher aus Stammheim, wurde am 20. Februar 1942 hingerichtet. Das Verhalten Stanges nötigte dem Stadtpfarrer so viel Respekt ab, dass er noch am Tag der Hinrichtung einen Brief an die Witwe Stanges verfasste, indem er ihr schrieb, dass er zwar die Ansichten ihres Mannes nicht gänzlich teile, sich ihm dennoch, ich zitiere, im tiefsten Innern verbunden fühle. Noch über 8 Jahre später, also 1950, erinnerte er sich an diesen Kriegsdienstverweigerer aus Stammheim. Und vieles in diesen Zeilen steht beispielhaft für die Geschichte der Verfolgung der Kriegsdienstverweigerer im NS-Staat. Da ist zunächst einmal die allgemeine Feststellung, dass es ein Zeuge Jehovas war. Denn in der Tat stellte die Opfergruppe der Zeugen Jehovas die größte Gruppe unter den Kriegsdienstverweigerern. Auch seine letztendliche Hinrichtung zählt hierzu, da diese Gruppe die meisten Opfer als Kriegsdienstverweigerer zu beklagen hatte. Ebenso kann die Standhaftigkeit, mit der dieser Mann für seine Überzeugung in den Tod ging, als repräsentativ für diese Gruppe gelten. Weiterhin der vergebliche Versuch des Pfarrers, ihn in buchstäblich letzter Minute von seinem Vorhaben abzubringen.
Sogar die Einbeziehung der Verwandten in die Entscheidung des Kriegsdienstverweigerers gehört hierzu. Und des Weiteren die Nachhaltigkeit des Eindrucks, des Erlebens, das in der Nachkriegszeit fortwirkte, in diesem Fall in der Erinnerung eines einzelnen Menschen, gesamtgesellschaftlich betrachtet in der Rückbeziehung auf diese Erfahrung bei der Abfassung des Artikels 4 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, der zu den Grundrechten zählt und der die Freiheit von Religion, Gewissen und Weltanschauung garantiert, insbesondere dann in dem Absatz 3, niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Und ich sehe in diesem Zitat noch einen anderen Nachkriegsbezug, genauer zur Friedensbewegung im Jahr 1981. Ich zitiere noch einmal die Stelle. Was würde denn, wenn es alle Menschen so machen würden wie Sie, worauf er die Antwort gab, dann wäre der Krieg gleich zu Ende. Mich erinnert nämlich dieses, als ich das Zitat zum ersten Mal las, zugegebenermaßen um ein paar Ecken gedacht, entfernt an das Graffiti, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und die gewollte, die erwartete Schlussfolgerung fehlt zwar in diesem Graffiti-Satz, aber der Zeuge Jehovas, Gustav Stange, sprach sie aus. Dann wäre der Krieg gleich zu Ende. In diesem Jahr wird sich zum 80. Male der Tag jähren, an dem der erste Kriegsdienstverweigerer hingerichtet wurde. Und obwohl man im formalen Sinne durchaus sagen könnte, dass es sich nicht um eine Kriegsdienstverweigerung im strengen, im gesetzlichen Sinne handelte, wurde sie dennoch als solche weltweit wahrgenommen. Es geht um Folgendes. In den deutschen Zeitungen erschien Mitte September 1939 eine Mitteilung des Reichsführers SS über die Erschießung eines Volksschädlings, wie es im NS-Jargon hieß, im KZ Sachsenhausen. Der Text lautete, ich zitiere, erschossen wurde am 15. September 1939 wegen Weigerung, seine Pflicht als Soldat zu erfüllen, August Diekmann, geboren am 7. Januar 1910 aus Dinslaken. Diekmann begründete seine Weigerung mit der Erklärung, er sei Zeuge Jehovas. Er war ein fanatischer Anhänger der internationalen Sekte der ernsten Bibelforscher. Zitat Ende. Ernste Bibelforscher war der Begriff für die Zeugen Jehovas in der NS-Zeit. Diese Nachricht hatte zwei Tage nach der Hinrichtung das Ausland erreicht. So brachte die New York Times am Sonntag, den 17. Dezember 1939, die Meldung unter der Überschrift »Erster Verweigerer aus Gewissensgründen war Mitglied der Sekte der Zeugen Jehovas«. In der Tat war der Zeuge Jehovas August Diekmann der erste Kriegsdienstverweigerer im nationalsozialistischen Deutschland, der nach Entfesselung des Zweiten Weltkriegs durch die Nationalsozialisten hingerichtet wurde. Die Umstände seiner Hinrichtung möchte ich Ihnen wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Geschehens und weil sich, wie gesagt, dieses Geschehen in diesem Jahr zum 80. Mal jährt, ausführlicher schildern. Der politische Häftling Willi Michalski zitiert 1948 in einem Zeitungsbericht aus der Rede des Lagerkommandanten des KZ Sachsenhausen, Hermann Baranowski. Am 5. September 1939 ist der Häftling Bibelforscher August Diekmann zu der politischen Abteilung des Lagers bestellt worden, um seinen Wehrpass zu unterschreiben. In Verkennung der politischen Lage des Reiches und des bestehenden Kriegszustandes hat Diekmann die Unterschrift trotz nachdrücklichsten Hinweises nicht vollzogen. Er gab weiter zu Protokoll, dass er niemals Soldat werden kann und auch niemals im Krieg Menschen töten wird, da Jehova den Krieg nicht geheiligt und befohlen habe. Ferner erklärte er, dass er Adolf Hitler nicht als den Führer des deutschen Volkes anerkenne, denn Adolf Hitler sei die personifizierte Bosheit und ein Werkzeug Satans. Auf die Folgen dieses Verhaltens aufmerksam gemacht, erklärte Diekmann, dass er bereit sei, die Folgen zu tragen. Zitat Ende. Der Kommandant verlas weiterhin ein Dokument mit der Mitteilung, dass Diekmann im Auftrag von Himmler erschossen werde, weil er sich weigerte, seinen Wehrpass zu unterschreiben und somit ein Staatsfeind sei. Zitat Ende. Als Tag der Hinrichtung wurde der 15. September festgesetzt. Im Jahrbuch der Zeugen Jehovas von 1974 wurden die Ereignisse geschildert. Es war ein Freitag. Über dem ganzen Lager lastete eine unheimliche Stille,
während plötzlich ein Kommando anrückte und in kurzer Zeit mitten auf dem Appellplatz einen Schießstand errichtete. Dies gab natürlich zu allen möglichen Gerüchten Anlass. Die Spannung stieg noch höher, als die Arbeitskommandos den Befehl erhielten, die Arbeit eine Stunde früher als üblich zu beenden. Paul Buder erinnert sich noch, dass beim Einmarschieren der Arbeitskommandos ein SS-Mann lachend zu ihm sagte: Heute machen wir Himmelfahrt. Heute fährt einer von euch in den Himmel. Als das Arbeitskommando, dem Heinrich Dieckmann zugeteilt worden war, anrückte, ging der Lagerälteste auf ihn zu und fragte ihn, ob er wisse, was hier vor sich gehe. Als er erwiderte, er wisse es nicht, wurde ihm gesagt, sein Bruder August sollte erschossen werden. Während die Häftlinge auf dem Appellplatz Aufstellung nahmen, kam das Kommando alle Bibelforscher nach vorn. Sie mussten sich also unmittelbar vor dem Schießstand aufstellen. Ein Augenzeuge: Wir wurden nach vorne geholt in die ersten Reihen, sodass wir alles mit ansehen mussten. Dann wurde über Lautsprecher das Protokoll verlesen, das Bruder Dieckmann vor der Gestapo abgegeben hatte. Er hatte dort gesagt, dass er den Militärdienst verweigere, weil er sein Leben Gott hingegeben hat und dass er nicht Menschenblut vergießen möchte, denn jeder, der Menschenblut vergießt, dessen Blut würde auch vergossen werden. Ihm wurden verschiedene Vorhaltungen gemacht, wie das aus dem Protokoll hervorging, die er alle ablehnte. Er blieb fest bei seiner Haltung gegenüber Jehova. Darauf wurde verlesen, dass laut Befehl des Reichsführers der SS Himmler der Häftling sofort zu erschießen sei. Bruder August Dieckmann wurde gebracht und nahm Aufstellung vor der Bretterwand. Er schaute uns alle nochmals an, dann wurden ihm die Augen verbunden. Dann ein kurzes Kommando: Die Gewehre fliegen hoch, ein zweites Kommando, die Salve kracht und Dieckmann sinkt langsam mit dem Gesicht zur Bretterwand. Ruhig liegt die Leiche auf dem Erdboden. Der Lagerführer gab ihm den Gnadenschuss in die linke Schläfe. Ich sah, wie ihm das Blut übers Gesicht rann. Zitat Ende. Vier der dabei stehenden Zeugen Jehovas wurden beauftragt, ihn in die schwarze Kiste zu legen und ihn ins Revier zu tragen. Danach brachten die Zeugen Jehovas ihren toten Glaubensbruder zum Krematorium. Heinrich Dieckmann gehörte zu denen, die den Leichnam seines Bruders in den bereitstehenden Sarg legen mussten. Soweit das Geschehen am 15. September 1939. Seit 1999 erinnert ein Gedenkstein im ehemaligen KZ und heutigen Gedenkstätte KZ Sachsenhausen an die Hinrichtung. Ich habe Ihnen diesen schrecklichen Vorgang deswegen so ausführlich geschildert, weil diese erste Hinrichtung den Auftakt bildete zu einer Reihe weiterer Hinrichtungen von Zeugen Jehovas als Kriegsdienstverweigerer. Wenn man von ca. 1.100 bis 1.200 Getöteten, damit meine ich Hingerichteten, Verhungerten, zu Tode geprügelten, Ermordeten, wegen unzureichender medizinischer Hilfe in den Konzentrationslagern und anderen Haftstätten zu Tode gekommenen Zeugen Jehovas ausgeht, dann waren davon rund ein Viertel hingerichtete Kriegsdienstverweigerer, also ca. 250 bis 300. Zu der Gesamtzahl von den 1.100 ermordeten Zeugen Jehovas gehörten auch die ausländischen Zeugen Jehovas. Das bedeutet, dass der prozentuale Anteil der hingerichteten kriegsdienstverweigernden Zeugen Jehovas noch viel höher lag als bei 25%. Im Zusammenhang mit den Kriegsdienstverweigerungen wurden indes nicht nur Männer hingerichtet. Ihr erinnert seid zum Beispiel an Emmy Zeden. Wir haben eben gerade, meine Vorrednerin hat gerade ein Beispiel gebracht, einer Zeugin Jehovas aus München. Ich möchte jetzt an Emmy Zeden erinnern, die am 9. Juni 1944 in Berlin-Plötzensee hingerichtet wurde, weil sie in ihrer Gartenlaube Kriegsdienstverweigerer versteckt hatte. Sie wurde vom sogenannten Volksgerichtshof wegen Wehrkraftzersetzung, wie es damals hieß, verurteilt, ebenso wie die Münchner Zeugin Jehovas. Die beiden Zeugen Jehovas, die sie versteckt hatte, Gerhard Liebold und Werner Gassner, wurden gefasst und ebenfalls hingerichtet. Nicht so ihr Sohn Horst. Auch er stand vor dem Volksgerichtshof und wurde wegen Wehrkraftzersetzung und weil er sich illegal für die Zeugen Jehovas betätigt hatte, er hatte für sie Kurierdienste geleistet, zum Tode verurteilt.
in dem Zuchthaus Brandenburg-Görden wartete er auf seine Hinrichtung. In seiner Autobiografie schilderte er seine Erlebnisse dort. Der Tod kam immer montags. So gegen 10 Uhr fing er an der gegenüberliegenden Zellenreihe an. Ich stellte ihn mir vor, wie er da kam, in der Person des Wachtmeisters mit seiner grünen Jacke und den silbernen Knöpfen und der schwarzen Hose. Eine Schirmmütze hatte er auf und wenn er Gamaschenstiefel anhatte, klangen seine Schritte ganz schauerlich auf dem Steinboden. In der Hand hatte er einen Schlüsselbund und einen Zettel, auf dem die Namen derer standen, die er sich holen wollte. So ging er den Stationsgang hinunter und ganz still wurde es, denn jeder wollte hören, wo er eine Tür aufschloss und wie viele er holte. Dann kam er auf unserer Seite zurück und je näher er unserer Tür kam, umso beklemmender wurde es. Blieb er stehen oder ging er vorüber? Er ging vorüber und für eine Woche war uns das Leben gegeben. Aber die Ruhe auf der Station blieb, als ob jeder an die dachte, die nun nicht mehr waren. Ab und zu wurde ein Name gerufen und wenn keine Antwort kam, dann wusste der Betreffende, dass sein Freund nicht mehr am Leben war. Wie viele Türen hatte der Tod diesmal aufgeschlossen? So genau wusste man es nie. 2, 3 oder gar 4. Aber einmal musste sich der Tod verrechnet haben. Er kam mitten in der Woche. Ich war ganz erschrocken, denn damit hatte keiner gerechnet. Er hatte Helfershelfer mitgebracht und es entstand ein fürchterlicher Lärm auf dem Gang. Er fing auf der einen Seite an wie immer. Nun wurden die Türen auf- und zugeschlagen und die Schlüssel rasselten und klapperten. Der Tod ging den ganzen Gang hinunter. Man glaubte, dass jede Tür aufgemacht wurde und dass alle Insassen herausgeholt wurden. Man hörte die schlurfenden Schritte des Gefangenen und die festen Schritte des Wachpersonals. Wir standen an der Tür und lauschten. Jetzt kam der Tod auf unserer Seite zurück. Die Schritte kamen näher und dann blieb er an unserer Tür stehen. Wir torkelten zurück zum Fenster. Wir durften ja nicht an der Tür stehen, aber da stand er im Türrahmen mit seinem weißen Zettel und er las den Namen des Franzosen vor, dessen Namen ihm wohl Schwierigkeiten bereitete, der nun heraustreten musste, der seine Brille abgeben musste und ein Helfershelfer schien, ihn dann auf den Gang zu bringen. Wieder schaute er auf seinen Zettel und auch der Pole stand darauf und auch er musste hinaus und wurde nach vorne gebracht. Dann schaute er mich an. Was habe ich in diesem Augenblick gedacht? Habe ich was gesagt oder getan? Nichts weiß ich. Ich sehe nur, wie die Türe wieder zugeht und der Tod an mir vorüber und weitergeht. Zitat Ende. 28 Männer wurden an diesem Tag im April 1945 hingerichtet, so viel wie noch nie. Warum? Weil es der Geburtstag Adolf Hitlers war. Horst überlebte und erst über 5 Jahrzehnte nach der Hinrichtung seiner Mutter erreichte ihn ihr Abschiedsbrief. Ich zitiere daraus. Mein lieber Bub, leider, leider habe ich so lange nichts mehr von dir gehört. 7 Monate habe ich auf mein Gnadengesuch gewartet. Da es nun Gottes Wunsch ist, will ich den Weg gehen, so wie ihn Jesus Christus auch ging. Sei nicht traurig, mein Junge. Wir werden uns bald wiedersehen. 1000 Grüße und Küsse von dieser Erde, deine Mutti. Noch am selben Tag wurde Emmy Zeden in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Ihr Pflegesohn Horst befand sich zu diesem Zeitpunkt selber im Wehrmachtsgefängnis noch in Berlin-Tegel und wartete auf seine Verhandlung vor dem Volksgerichtshof im November 1944. Heute ist die Straße, die auf die Hinrichtungsstätte in Berlin-Plötzensee zuführt, in Emmy-Zeden-Weg benannt worden. Außerdem wurden für Horst und Horst Schmidt und seine Eltern 2012 in Berlin-Spandau in der Franzstraße 30 bis 36 Stolpersteine verlegt. Ich habe Ihnen diese Schicksale deswegen ausführlich geschildert, weil sie eben halt auch die große Spannbreite dieses Themas abmessen.
Denn der Begriff Kriegsdienstverweigerung umfasst für meine Begriffe weitaus mehr, als es auf den ersten Blick erscheinen lässt. Zum Tode verurteilt wurde jeder, dem der Vorwurf der Zersetzung der Wehrkraft nachgewiesen werden konnte. Der entsprechende Paragraph der Kriegssonderstrafrechtsverordnung sah die Todesstrafe vor, wenn einer von drei Punkten erfüllt war. Entweder erstens, wer öffentlich dazu aufforderte oder anreizte, die Erfüllung der Dienstpflicht in der deutschen oder verbündeten Wehrmacht zu verweigern oder sonst öffentlich den Willen des deutschen oder verbündeten Volkes zur wehrhaften Selbstbehauptung zu lähmen oder zu zersetzen sucht. Zweitens, wer es unternimmt, einem Soldaten oder Wehrpflichtigen des beurlaubten Standes zum Ungehorsam, zur Widersetzung oder zur Tätigkeit gegen einen Vorgesetzten oder zur Fahnenflucht oder unerlaubten Entfernung zu verleiten oder sonst die Manneszucht in der deutschen und verbündeten Wehrmacht zu untergraben. Oder drittens, wer es unternimmt, sich oder einen anderen durch Selbstverschlimmerung, durch ein auf Täuschung berechnetes Mittel oder auf andere Weise der Erfüllung des Wehrdienstes ganz teilweise oder zeitweise zu entziehen. Grob gesagt, wurde zum Tode verurteilt, ich vereinfache das jetzt sehr stark, wer zur Kriegsdienstverweigerung aufrief, andere bei ihrer Kriegsdienstverweigerung unterstützte oder selbst den Kriegsdienst direkt verweigerte. Das sind diese drei. Und nach diesem letzten Punkt wurden dann auch die meisten Kriegsdienstverweigerer zum Tode verurteilt, während die anderen, wie zum Beispiel Emizeden, eben halt nach den vorherigen Artikeln, in dem sie jemanden versteckt haben, zum Tode verurteilt wurden. Zum Tode verurteilt wurden so viele, und zwar in einem Ausmaß, dass die Richter, die diese Todesurteile aussprachen, Adolf Hitler die Folgen vor Augen führten. Und Adolf Hitler entschied dann am 1. Dezember 1939, wenn der Wille des Mannes, der den Wehrdienst verweigert, nicht gebrochen werden kann, muss das Urteil vollstreckt werden. Die Folgen waren erschreckend. Im ersten Kriegsjahr zwischen August 1939 und September 1940 wurden 1087 Verfahren wegen Zerstörung der Wehrkraft angestrengt. 14% dieser Verfahren betrafen Zeugen Jehovas. Insgesamt ergingen 117 Todesurteile, wovon allein 112 gegen Zeugen Jehovas verhängt wurden. Für nahezu 75% aller angeklagten Zeugen Jehovas endete das Verfahren mit der Todesstrafe. Die allermeisten verurteilten Kriegsdienstverweigerer wurden in den Hinrichtungsstätten Strafgefängnis Berlin-Plötzensee, im Zuchthaus Berlin-Brandenburg-Görden und dem Zuchthaus Halle-Saale hingerichtet. Aus den Vollstreckungsprotokollen lässt sich die Tötungspraxis rekonstruieren. Im Vollstreckungsraum befand sich im vorderen Teil ein schwarz verhangener Tisch mit einem Kruzifix und zwei brennenden Kerzen darauf. Der hintere Teil des Raumes mit dem Fallbeil war durch einen schwarzen Vorhang abgetrennt und nicht einsehbar. Der Scharfrichter und seine drei Gehilfen stellten sich vor diesen schwarzen Vorhang auf, sodann wurde der Verurteilte durch zwei Gefängniswachtmeister hineingeführt. Seine Hände wurden auf dem Rücken gefesselt. Der Vollstreckungsleiter stellte die Personengleichheit fest und beauftragte den Scharfrichter, das Urteil zu vollstrecken. Unmittelbar danach wurde der Vorhang aufgezogen. Die drei Gehilfen des Scharfrichters führten den Verurteilten zum Fallbeil. Der Verurteilte musste seinen Oberkörper entblößen, sich niederlegen. Der Scharfrichter löste das Fallbeil aus, das den Kopf vom Rumpf trennte. Von der Vorführung des Verurteilten bis zur Übergabe an den Scharfrichter vergingen 16 Sekunden. Von da ab bis zur Vollstreckung des Urteils noch einmal 10 Sekunden. Vor der Hinrichtung wurde den Verurteilten erlaubt, einen Abschiedsbrief zu verfassen. Diese Abschiedsbriefe der hingerichteten Kriegsdienstverweigerer gehören zu den besonders eindrücklichen und sehr persönlichen Äußerungen und sind zugleich historische Dokumente ihrer widerständigen Haltung. In der unmittelbaren Gegenwart des nahen Todes verfasst, zählen sie zu den menschlich anrührendsten und ergreifendsten Zeugnissen, die aus der NS-Zeit überliefert sind.
Einen Auszug aus seinem Brief habe ich Ihnen bereits vorgelesen. Ich möchte einen weiteren wiedergeben, und zwar den von Wilhelm Cousereau an seine Familie vom 26. April 1940, einen Tag vor seiner Hinrichtung. Liebe Eltern und liebe Geschwister, meinen allerbesten Dank dir, liebe Mutti, besonders für die schönen Briefe, die mir heute an meinem letzten Abend nochmal alle gezeigt wurden. Nun wisst ihr ja, dass ich, wie es in der Schrift auch steht, treu bis zum Tode war. Allerdings ist es sehr schwer, diesen Gang zu gehen. Hier im Gericht hat man sich die größte Mühe gegeben, mein Leben zu erretten, auch im letzten Moment noch. Man muss dieses tatsächlich sehr hochschätzen und anerkennen, doch hätte ich mich umgestellt, so wäre alles verloren gewesen und umsonst und stände jetzt außer Gunst Gottes. Und die inneren Qualen wären jetzt größer bei mir gewesen, wie sie heute sind, wo ich weiß, dass ich genau nach dem Gesetze Gottes gehandelt habe. Nun seid alle recht herzlich gegrüßt und auf ein recht baldiges Wiedersehen. Und ich wünsche euch viel Mut und Glauben von eurem noch stets an euch denkenden Sohn und Bruder Wilhelm. Insgesamt wurden vor dem Reichskriegsgericht 406 Verfahren gegen Zeugen Jehovas wegen Kriegsdienstverweigerung geführt. Davon verhängte das Gericht 287 Todesurteile, von denen 233 vollstreckt wurden. 65 Verfahren wurden von anderen Kriegsgerichten an der Front eingeleitet. 44 davon endeten mit einem Todesurteil, wovon 37 vollstreckt wurden. Das bedeutet, dass über 270 österreichische und deutsche Zeugen Jehovas während des Zweiten Weltkrieges zum Tode verurteilt und hingerichtet wurden. Weitere 38 Menschen verloren darüber hinaus ohne Todesurteil ihr Leben nach einer wehrmachtsgerichtlichen Verurteilung, entweder an der Front in einer Strafeinheit oder sie starben an den Haftfolgen. Nach Markus Herberger, dem das Verdienst zukommt, die bislang umfassende Darstellung über die Kriegsdienstverweigerer vorgelegt zu haben, können weitere 57 religiös motivierte Kriegsdienstverweigerer angegeben werden, die nicht den Zeugen Jehovas angehörten und kriegsgerichtlich verfolgt wurden. Darunter waren 21 Mitglieder der siebenten Tagsadventisten, 11 Katholiken und 4 Protestanten. In 31 Fällen wurde ein Todesurteil ausgesprochen und an 29 Personen auch vollstreckt. Detlef Gabe, der Nestor der Forschung über die NS-Verfolgung der Zeugen Jehovas, resümiert: Damit stellten die Zeugen Jehovas unter den im Dritten Reich von der Wehrmachtsjustiz abgeurteilten Kriegsdienstverweigerern, deren Anzahl verglichen mit anderen Entzugsdelikten wie Fahnenflucht, Selbstverstümmelung etc. insgesamt gering war, die weitaus meisten Opfer. Insgesamt verhängte die NS-Militärjustiz mehr als 30.000 Todesurteile, überwiegend wegen Fahnenflucht und Wehrkraftzersetzung. In der Nachkriegszeit war die Erinnerung an die Kriegsdienstverweigerer und ihr Schicksal in der NS-Zeit noch so präsent, dass diese in den Diskussionen um das Grundgesetz mit einflossen. Der spätere Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes, niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden, wurde von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands am 30. November 1948 in den Grundsatzausschuss eingebracht. Er wurde begründet mit dem Hinweis darauf, ich zitiere, dass Menschen, wir haben dabei an Mennoniten, die Zeugen Jehovas und andere Mitglieder anderer Sekten gedacht, aufgrund ihrer religiösen Überzeugung und ihres Gewissens keinen Kriegsdienst mit der Waffe machen wollen. Zitat Ende. Zuvor war in den Verhandlungen des Ausschusses für Grundsatzfragen das Thema behandelt worden. Hier erklärte der Abgeordnete der SPD wunderlich auf die Frage, ob es ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung geben solle: Ich persönlich bin Anhänger der individuellen Kriegsdienstverweigerung, das will ich ganz offen sagen. Ich habe miterlebt, wie man die ernsten Bibelforscher im Dritten Reich behandelt hat, wie man die Leute reihenweise erschossen hat und mit welcher Tapferkeit die Leute für ihre Glaubensüberzeugung gestorben sind. Zitat Ende.
Somit wurde schon frühzeitig die Idee eines im Grundgesetz zu verankernden Rechts auf Kriegsdienstverweigerung mit der NS-Verfolgung der Zeugen Jehovas als Kriegsdienstverweigerer verknüpft und begründet. Mit einigem Recht kann konstatiert werden, dass es diese Haltung der Kriegsdienstverweigerenden Zeugen Jehovas war, an die sich die Väter des Grundgesetzes miterinnerten, als sie die Notwendigkeit eines entsprechenden Artikels in der deutschen Verfassung diskutierten und schließlich verankerten, ohne dass damit jetzt gesagt werden soll, nur diese Motive seien es gewesen, die zur Installierung dieses Artikels führten. Aber in einem positiven Sinne wurden historische Erfahrungen in Schlussfolgerungen für die Zukunft gegossen. Die Initiatoren anerkannten damit das Vorbild der Kriegsdienstverweigerenden Zeugen Jehovas in der NS-Zeit, ohne sich allein auf diese Religionsgemeinschaft zu berufen oder aber nur ihnen und anderen christlichen Gruppen dieses Grundrecht einzuräumen. In diesem Zusammenhang muss jedoch Erwähnung finden, dass es zunächst nicht Konsens unter den beratenden Mitgliedern war, ein derartiges Grundrecht in der neuen Verfassung zu verankern. Der spätere Bundespräsident Theodor Heuss befürchtete nämlich im Kriegsfalle einen, ich zitiere, Massenverschleiß des Gewissens, falls der Staat seinen Bürgern ein solches Recht einräumen sollte. Die Antwort des Abgeordneten der SPD Deutschlands, der SPD Eberhard, darauf verdient es, ausführlich zitiert zu werden. Sie sprachen vom Massenverschleiß des Gewissens, den Sie befürchten. Ich glaube, wir haben hinter uns einen Massenschlaf des Gewissens. In diesem Massenschlaf des Gewissens haben die Deutschen zu Millionen gesagt, Befehl ist Befehl, und haben getötet. Dieser Absatz kann eine große pädagogische Wirkung haben, und wir hoffen, er wird sie haben. Darum glaube ich, gerade in dieser Situation nach dem Kriege und nach dem totalitären System, wo wir Schluss machen müssen mit der Auffassung, Befehl ist Befehl, wenn wir nämlich eine Demokratie aufbauen wollen, ist dieser Satz angebracht. Zitat Ende. Preuß Vorstoß blieb also ohne Erfolg. Der Artikel wurde im Grundgesetz verankert. An anderer Stelle jedoch sollte sich zeigen, wie wenig dieser Aufstand des Gewissens in der NS-Zeit gewürdigt wurde, nämlich in der Wiedergutmachungspraxis zu den Kriegsdienstverweigerungsfällen. Im Juni 1964 fällte der Bundesgerichtshof ein aus heutiger Sicht sehr fragwürdiges Urteil in einem Wiedergutmachungsfall. Der Zeuge Jehovas Herbert Steinadler war am 19. September 1939 durch ein Kriegsgericht zum Tode verurteilt worden. Diese Strafe wurde später in eine 10-jährige Zuchthausstrafe umgewandelt, die Steinadler im Strafgefangenenlager 7 in Esterwegen absitzen musste. Nach 1945 nahm er in der damaligen sowjetischen Besatzungszone seinen Wohnsitz, wo er 1950 wieder wegen seiner Mitgliedschaft zur Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas bis 1960, also 10 Jahre, inhaftiert wurde. Seit 1961 lebte er in Hamburg, wo er wenige Jahre später dann verstarb. 1962 hatte ihm die Entschädigungsbehörde eine Bewilligung des Schadens an Freiheit ab 1939 mit der Begründung verweigert, dass die Haft in Esterwegen wegen der Wehrdienstverweigerung keine NS-Verfolgungsmaßnahme gewesen sei. Hiergegen klagte Steinadler. 1964, Steinadler war mittlerweile verstorben, bestätigte der Bundesgerichtshof diese Entscheidung. Aus der Begründung ist zu ersehen, dass der Bundesgerichtshof trotz des Artikels im Grundgesetz eine abweichende Auffassung vertrat. Zitat: Es gibt sicherlich keinen Staat, der jedem seiner Bürger das Recht zuspricht, zu entscheiden, ob der Krieg ein gerechter oder ein ungerechter ist und demgemäß seiner staatsbürgerlichen Pflicht, Wehrdienst zu leisten, zu genügen oder ihrer Erfüllung zu verweigern. Würde der Staat jedem Bürger dieses Recht zubilligen, so würde er sich selbst damit aufgeben. Denn die Frage, ob ein Krieg ein gerechter oder ungerechter ist, kann dem einzelnen Bürger nicht zur Entscheidung überlassen werden. Sie kann vielleicht noch nicht einmal von der zeitgenössischen historischen Wissenschaft immer mit Sicherheit beantwortet werden. Das Urteil wird sehr oft erst von der Geschichte gesprochen, und es ist keineswegs davon abhängig, ob der Krieg Erfolg gehabt hat oder nicht.
Diese Erwägungen zeigen, dass eine Kriegsdienstverweigerung nicht durch ein allen Staaten gegenüber geltendes Widerstandsrecht gedeckt sein kann. Denn dieses Recht kann nicht so weit gehen, Handlungen zu rechtfertigen, die eine ernste Gefahr für jeden Staat bedeuten. Zitat Ende. Diese nachdenklich machenden Äußerungen erfuhren eine Ergänzung durch Passagen, die die Kriegsdienstverweigerer nochmals von den Kriegsteilnehmern negativ abgrenzten und letztere pauschal entlasteten. So habe der NS-Staat zwar einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg geführt, daraus könne aber nicht geschlossen werden, dass der Einzelne ein Verbrechen begangen hat, weil er an diesem Krieg teilnahm. Und weiter, man kann nicht sagen, dass alle deutschen Soldaten des Zweiten Weltkriegs wegen ihrer Teilnahme an diesem Krieg, soweit sie sich nicht auf einen strafrechtlichen Notstand berufen können, objektiv ein Verbrechen begangen haben, dass ihnen also dieses Verhalten nur dann vorgeworfen werden könne, wenn sie nicht erkennen konnten, dass es sich um einen Angriffskrieg handelte. Des Weiteren vertrat der Bundesgerichtshof die Ansicht, dass nicht jede Vernichtung von Menschenleben im letzten Kriege der sittlichen Rechtfertigung entbehrt habe. Im Umkehrschluss waren Menschen, die erklärt hatten, sich an diesem Morden nicht zu beteiligen und dafür zum Tode verurteilt worden waren, keiner NS-Verfolgungsmaßnahme ausgesetzt. Kein Kriegsdienstverweigerungsfall wurde als NS-Verfolgungs- oder Gewaltmaßnahme gewertet. Erst im August 1998 trat das Gesetz zur Aufhebung der NS-Unrechtsurteile in Kraft, womit alle Urteile, die unter Verstoß gegen elementare Gedanken der Gerechtigkeit nach dem 30. Januar 1933 zur Durchsetzung oder Aufrechterhaltung des nationalsozialistischen Unrechtsregimes aus politischen, militärischen, rassischen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen ergangen sind, aufzuhoben seien. Ausdrücklich wurde festgehalten, dass darunter Urteile fielen, die aufgrund der Tatbestände Kriegsdienstverweigerung, Desertion, Fahnenflucht und Wehrkraftzersetzung ergangen waren. Dennoch dauerte es nochmals 4 Jahre bis zum Jahre 2002 durch eine Ergänzung des Gesetzes auch Deserteure letztendlich eingeschlossen waren. Auch in der Erinnerungs- und Gedenkkultur der Bundesrepublik fand das Thema erst spät seinen Platz, wobei die nicht auf einzelne Personen bezogenen Denkmäler ebenfalls keine scharfe Trennungslinie zwischen Deserteure, Wehrkraftzersetzer oder Kriegsdienstverweigerer ziehen. Die Initiatoren des im September 2009 in Köln eingeweihten Denkmals sprechen beispielsweise von einem Denkmal für zivile und soldatische Kriegsgegnerinnen und Gegner, also Frauen einschließlich mit eingeschlossen. Das im November 2015 in Hamburg eingeweihte Mahnmal trägt die Bezeichnung Gedenkort für Deserteure und andere Opfer der NS-Militärjustiz. Das im September 1989 provisorisch enthüllte Denkmal in Bonn trug die Bezeichnung noch Denkmal für den unbekannten Deserteur. Wie erwähnt, erfolgte erst am September 1999 die Einweihung eines Gedenksteines auf dem Gelände der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Sachsenhausen bei Berlin, der an die Hinrichtung des ersten Kriegsdienstverweigerers August Dickmann erinnert. Seit dem Mai 2001, dem Internationalen Tag der Kriegsdienstverweigerer, erinnert am ehemaligen Block 45 des Konzentrationslagers Buchenwalds ein Gedenkstein an die Opfer der NS-Militärjustiz. Und ebenso erinnern zahlreiche Stolpersteine des Bildhauers Gunter Demnig an Kriegsdienstverweigerer und auch, wie erwähnt, für Emmy Zeden und Horst Schmidt in Berlin. Die ersten Stolpersteine für Kriegsdienstverweigerer wurden allerdings im Juli 1997 in Österreich, in St. Georgen bei Salzburg, für die Zeugen Jehovas Matthias und Johannes Nobis verlegt. Die Brüder wurden am 6. bzw. 26. Januar 1940 in Berlin Plötzensee hingerichtet. Diese Stolpersteine stellen eine bislang unbeachtete Besonderheit dar, nicht nur, dass sie die ersten Gedenkobjekte für Zeugen Jehovas sind, sie sind auch zugleich die ersten legal verlegten und zugleich die ersten im Ausland verlegten Stolpersteine. Eine Besonderheit sind sie des Weiteren, weil bis heute
die Zeugen Jehovas die einzige verfolgten Gruppe sind, die auf den Stolpersteinen explizit genannt werden. Bei allen anderen ergibt sich die Zuordnung zu einer Opfergruppe erst aus dem weiteren Text der Inschrift auf den Stolpersteinen. Wohl gibt es Stolpersteine in Köln, auf denen zum Beispiel steht, hier wohnte ein Sinto, aber sie stellen einen Sonderfall dar. Da Demnig die Klarnamen der Sinti und Roma nicht nennen durfte, behalf er sich 1995 damit, dass er stattdessen die Opfergruppe nannte. Und diese Ausnahme galt nur für die Sinti und Roma. Dieses Prinzip wendet er allerdings, wie Sie wissen, heute nicht mehr an, mit Ausnahme der Opfergruppe der Zeugen Jehovas. Hier folgt auf hier wohnte der Name des Opfers und dann der Zusatz Zeuge Jehovas. Wenn Sie mich fragen, warum das so ist, dann kann ich Ihnen keine wirklich schlüssige Erklärung dafür liefern, im Sinne von etwa, das steht so in dem Projektkonzept von Gunter Demnig, weil es ein festgeschriebenes, nachlesbares Projektkonzept nämlich nicht gibt. Auch gibt es bis heute hierzu keine Interviewaussagen des Künstlers. Dabei wäre es durchaus wünschenswert, darüber mehr zu erfahren, warum er diese Opfergruppe nennt. Für einen anderen Kriegsdienstverweigerer, nämlich Franz Jägerstätter, lautet die Inschrift zum Beispiel auf dem Stolperstein wie folgt. Hier wohnte Franz Jägerstätter, Jahrgang 1907, wegen Wehrkraftzersetzung hingerichtet, 9. August 1943, Berlin, Plötzensee. Also ein Hinweis auf seine Religionszugehörigkeit fehlt. Der für den Zeugen Jehovas Johann Nobis von 1997 lautet, hier wohnte Johann Nobis, Zeuge Jehova, Jahrgang 1899, wegen Kriegsdienstverweigerung hingerichtet in Berlin, 8. Januar 1940. Und es gibt in diesem Zusammenhang noch weitere Besonderheiten, um das zu komplettieren. Der erste Stein von 97 trug noch die Inschrift Bibelforscher. Als der Stein wegen Beschädigung ersetzt werden musste, ersetzte Demnig den Begriff Bibelforscher in Zeuge Jehova. Und auch diese Inschrift benutzt er nicht mehr, denn sie heißt heute Zeuge Jehovas. Seitdem wurden zahlreiche weitere Stolpersteine für Opfer der NS-Militärjustiz verlegt. Ihre Gesamtzahl ist jedoch unbekannt und seit neuestem hier in München eben halt auch Gedenkstelen. Ein Beispiel haben wir ja schon gehört. Auch Sie gehören jetzt zu dieser Gedenktopographie, zu dieser speziellen Gedenktopographie dazu. Und diese Gedenktopographie wird ergänzt durch Gedenktafeln für Deserteure an den Orten ihrer Hinrichtung in den Städten. Zum Beispiel in Berlin-Wilmersdorf gibt es an der Uhlandstraße, Ecke Berliner Straße, seit 2014 eine Gedenktafel für einen 17-jährigen Namenlosen, der im April 1945 durch die SS dort hingerichtet wurde. Er wurde mit einer Wäscheleine an einer Laterne erhängt, mit einem um den Hals gehängten Schild mit der Aufschrift »Ich war zu feige, für Deutschland zu kämpfen«. Der Tafeltext weist über ihn hinaus auf alle anderen, die sich der Teilnahme am Krieg verweigerten und deshalb ermordet wurden. Als Bestandteil dieser Gedenkkultur sind ebenfalls Straßenbenennungen nach Kriegsdienstverweigerern oder Opfern der NS-Militärjustiz anzusehen. Auch ihre Zahl ist bislang unbekannt, als Beispiele seien über den bereits erwähnten Emmi-Zehden-Weg in Berlin-Plötzensee und in ihrer Heimatstadt Lübbecke in Nordrhein-Westfalen hinaus noch als Beispiele Gerhard-Grimm-Straße in Waldmannsweiler in Baden-Württemberg erwähnt. Grimm wurde 1942 im Zuchthaus Brandenburg-Görden hingerichtet oder der Heinrich-Kuhlbaum-Weg in Minden in Nordrhein-Westfalen. Heinrich Kuhlbaum wurde am 15. Mai 1944 in Frankreich erschossen. Sie komplettieren zusammen mit den lokalen weiteren Gedenkzeichen die Erinnerungslandschaft zu diesem Thema. Dennoch ist die Bilanz negativ. Dies betrifft nicht nur die quantitative Feststellung. So sind rund 50 Deserteurdenkmäler bekannt. Nicht mitgezählt sind die Straßennamen und Stolpersteine und Gedenkstelen. Dass nur wenige dieser Mahnmale mehrere tausend Kriegerdenkmälern stehen sie gegenüber, sondern auch dem Thema insgesamt assistiert zum Beispiel Marco Dreger in seiner Doktorarbeit zu diesem Thema noch immer nur ein peripheres erinnerungskulturelles Interesse in der Gesellschaft. Mit der Folge, dass die Opfer
nach ihrem gewaltsamen Tod zusätzlich noch aus der kollektiven Erinnerung getilgt sein, was letztendlich den Intentionen der Nationalsozialisten voll entsprochen hätte. Marco Dreger kann auf diesem Feld keine bundesrepublikanische Erfolgsgeschichte ausmachen. Im Gegenteil, die Wiedereinführung zum Beispiel einer eigenständigen Militärjustiz 2013 vollzog sich nach Dreger ohne einen gesellschaftlichen Aufschrei. Und das, obwohl angesichts gegenwärtiger kriegerischer Konflikte und zukünftiger militärischer Herausforderungen die Deserteurdenkmäler ja eigentlich geradezu Aktualisierung und Transfer forderten. Darüber hinaus möchte ich ergänzen, ist das Thema Kriegsdienstverweigerung leider ein immer noch aktuelles. Noch immer werden Männer, die sich dem Kriegsdienst verweigern, inhaftiert, vor allem in Südkorea. Aber nicht nur dort ist die Situation dramatisch. Amnesty International spricht von ca. 10.000 Fällen allein seit dem Jahr 2000. Und Jehovas Zeugen nennen als Zahl seit dem Koreakrieg über 19.300 Zeugen Jehovas, die zu mehr als 36.800 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt wurden. Und deshalb möchte ich mit den Worten des Zeugen Jehovas Gustav Stange nochmal enden. Was würde denn, wenn es alle Menschen so machen würden wie Sie? Dann wäre der Krieg gleich zu Ende. Daher danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Hesse. Ist das Mikro an? Ja, gut. Sie haben jetzt Gelegenheit, noch Ihre Fragen zu stellen und können das gerne tun. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für den Vortrag. Sie haben das BGH-Urteil von 1964 erwähnt. Bei aller Befremdung, die einzelne Formulierung darin auslösen. Aber hätte der BGH denn wirklich ein anderes Urteil fällen können? Also was an diesen Urteilen war nun spezifisches Nazi-Unrecht? Das heißt, wie wurde es denn in anderen Ländern gehandhabt? Wurde Wehrdienstverweigerung unter Berufung auf religiöse Forderungen oder darunter, dass man selbst einen rechtswidrigen Angriffskrieg führe, irgendwo zugelassen? Und haben die Zeugen Jehovas hier je mit der Figur des rechtswidrigen Angriffskriegs oder mit der Verbotenheit der Teilnahme an Krieg generell argumentiert? Und wenn wir es in keinem anderen zeitgenössischen Land damals finden, was ist dann der spezifische NS-Unrechtsgehalt von Urteilen, auch von Todesurteilen in Kriegssituationen gegen Kriegsdienstverweigerer? Puh, das waren jetzt 5 bis 7 Fragen auf einmal. Und deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, darauf zu antworten. Der Vergleich mit irgendwelchen Sachen aus dem Ausland, finde ich, ist irgendwie jetzt unpassend, weil es ging ja ursprünglich um einen Wiedergutmachungsfall. Also Wiedergutmachung, deswegen kann man jetzt meines Erachtens nicht gucken, was in Frankreich oder sonstiges zum Thema Kriegsdienstverweigerung, da müsste man dann zum Beispiel sich Kriegsdienstverweigerungsverhandlungen angucken, nicht? Aktuelle Fälle, ob da irgendwie Totalverweigerer oder so etwas, oder in der DDR oder so etwas, aber hier ging es jetzt speziell um einen Wiedergutmachungsfall und um die Frage, ob aus der Tatsache, dass der Zeuge Jehovas Steinadner den Kriegsdienst verweigert hat, rauszuschließen ist, dass er verurteilt wurde, dass das eine NS-Verfolgungsmaßnahme war. Darum ging es bei diesem Wiedergutmachungsfall. Und das hat der BGH verneint. Und hat gesagt, nein, das war keine NS-Verfolgungsmaßnahme und hat es halt begründet, was
wie können wir quasi diesen, in diesem speziellen Fall quasi es jedem einzelnen Bürger überlassen, zu entscheiden, ob er an diesem Krieg teilnimmt. Ja, selbst wenn es ein Angriffskrieg ist, dass es ein böser Krieg, sage ich jetzt mal, ein negativer Krieg war, das wissen wir ja immer erst im Nachhinein. Also selbst da, also da hat sich der BGH eben deutlich von distanziert. Und die späteren, dass die Urteile aufgehoben wurden, die Unrechtsurteile, ist ja im Grunde genommen eine Krücke, die gebaut worden ist. Man hat also dem BGH nicht widersprochen, sondern man hat einfach nur gesagt, Schwamm drüber, die Urteile gelten alle gar nicht. Deswegen stellt sich auch die Frage, damit ist die Frage dann beantwortet, war es eine Verfolgungsmaßnahme? Das waren Unrechtsurteile, die werden aufgehoben. Punkt. Man hat sich ja so ein bisschen an dieser Beantwortung dieser Frage, dieser Auseinandersetzung mit dem BGH dran vorbeigemogelt. Ich weiß jetzt, dass das keine richtige Antwort auf Ihren Fragenkomplex war, aber mir scheint diese Unterscheidung wichtig zu sein, Wiedergutmachung und eben halt dann die Frage Kriegsdienstverweigerung und wie das durchgesetzt wird. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so 1:1 miteinander vergleichen kann. Ja, auch ich möchte mich anschließen. Herzlichen Dank für Ihre Mühe. Was mich persönlich interessieren würde, sind Sie Zeuge Jehovas? Und wenn nicht, was hat Sie veranlasst, das zu tun? Was zu tun? Das zu nachzuforschen, sich darüber Gedanken zu machen. Ja, da könnte ich jetzt. Also ich bin kein Zeuge Jehovas. Ich habe auch über die Sinti und Roma geforscht und so weiter und so fort. Ich habe aber einen Wohnwagen. Aber daraus kann man jetzt aber nicht schließen. Ich spiele sogar Gitarre. Ich sehe mich jetzt einfach mal nur als Historiker, der mit bestimmten Themen im Laufe seiner Forschungsbiografie konfrontiert wird. Eine hatte ich in Bezug jetzt auf den Horst Schmidt schon genannt. Ich habe ihn persönlich kennengelernt. Und ich, was wohl zu meiner Biografie in diesem Fall dazugehört, ist, ja, ich bin selber Kriegsdienstverweigerer, ich war Zivildienstleistender. Insofern bin ich natürlich an dieser Thematik interessiert und so etwas. Das ist sicherlich etwas, was über das reine Forschungsinteresse hinausgeht, aber an die Zeugen Jehovas bin ich eigentlich völlig unschuldig gekommen. Durch meine Tätigkeit in Moringen dort habe ich halt für das Frauenkonzentrationslager konstatieren müssen, dass die Zeuginnen Jehovas die größte Gruppe in diesem Lager waren. Und wenn man halt dann auf ein solches Ergebnis stößt, dann kann man jetzt ja nicht sagen, ich bin aber Protestant oder so. Also dann setzt man sich natürlich damit auseinander. Aber jetzt in diesem speziellen Fall der Kriegsdienstverweigerung würde ich schon auch bei mir selber irgendwie sagen, durch meine persönliche Biografie eben selber auch Zivildienst geleistet zu haben und immer wieder diese Frage mit dieser Frage konfrontiert zu sein, auch heute noch, natürlich heute auch noch, und ich habe sie auch schon 50 Mal, glaube ich, unterschiedlich beantwortet, das ist natürlich was sehr Besonderes. Ja. Aber ich sehe da jetzt nicht irgendwie besondere Verbindung dann zu den Zeugen Jehovas. Aber in diesem Punkt gibt es halt eine Überschneidung, die sehr interessant ist. Und deswegen eben halt auch diese Auseinandersetzung oder eben mit dieser Thematik, insbesondere auch mit der Biografie von Horst Schmidt. Weitere Fragen? Ich muss mich erstmal beruhigen. Haben Sie schon mal Menschen kennengelernt, die diese Urteile durchgeführt haben? Die im KZ, also die Urteile durchgeführt haben. Zum Beispiel, die auf den Knopf gedrückt haben. Haben Sie persönlich auch mal kennengelernt und denen ihre heutige Lebensweise? Nein. Ich habe zwei Personen kennengelernt. Alles bedauernswerte Leute. In Berlin einen, plötzlich ist er bekannt, ich habe in Berlin gearbeitet bei Siemens. Das war ein Mensch ohne irgendwelche Gefühle. Ja, er hat uns erzählt, wie er da die Leichen in den Ofen geschmissen hat, wie sie verbrannt haben. Ich habe in der Nähe von Tauberbischofsheim meinen Partner einen besucht.
der hat gedacht, oh Gott, der hat geschrien wie ein Stück Vieh. Er hat gesagt, ich habe keine Zeugen Jehovas umgebracht. Ich habe nur auf den Knopf gedrückt. Also meine persönliche Erfahrung. Aber auch ein beklagenswerter Mensch. Keinerlei Gefühle. Sagt er schreit in der Nacht auf. Ja, die sind alle vollkommen fertig. Er hat auch gesagt, ja, wenn er einen Hasen schlachtet, trinkt er den ihr Blut. Er hat uns erzählt, wie er das macht und so weiter. Also das sind selber bedauernswerte Leute, die an diesen Teilen mitgemacht haben. Das ist alles furchtbar. Ich denke heute noch mit Grauen daran. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Mir ist aufgefallen bei den Zahlen, die Sie genannt haben, bei den Verurteilungen am Anfang, dass ja die Todesurteilszahl bei den Zeugen Jehovas sehr hoch waren. Da waren aber auch andere, die verurteilt wurden. Warum gab es dort keine Todesurteile? Ist das bekannt? Sie haben über 1000 Fälle genannt. Ich weiß jetzt, also und davon waren eben über 100 Urteile in der Anfangszeit gegen Jehovas Zeugen, die dann mit Tod geendet haben. Bei den anderen Verweigerern oder was da die Ursache ist, warum da keine oder sehr wenige Todesurteile zustande kamen? Also das mit den Zahlen ist mal so eine Sache in so einem Vortrag. Ne? Ich weiß jetzt nicht, worauf Sie sich jetzt direkt beziehen, aber natürlich gab es auch Todesurteile für Nichtzeugen, Kriegsdienstverweigernde Nichtzeugen Jehovas, genauso wie es auch Nicht-Todesurteile gab für Kriegsdienstverweigernde Zeugen Jehovas, wie zum Beispiel den Steinadler, der ja zum Tode verurteilt wurde, dann ist diese Strafe umgewandelt worden. Warum, wieso? Es gibt mit Sicherheit für jede einzelne Entscheidung Begründungen in Anführungsstrichen, dass das Gericht der Auffassung war, meinetwegen bei Steinadler, dass er trotzdem die Gewähr bot, das oder so. Ja, ich kann das im Detail nicht nachvollziehen. Ich weiß nur, dass es das gegeben hat. Solche und Ihre Frage war ja, ob es eben halt auch andere gab. Natürlich gab es eben halt auch andere Nicht-Zeugen Jehovas, aber diese Gruppe der Zeugen Jehovas hat sich eben halt besonders hartnäckig geweigert und ist somit dann sozusagen in das Netz der Nazis, in das Netz der NS-Militärjustiz geraten und dort hängen geblieben. Was mir jetzt so erinnerlich ist, also zum Beispiel der Anteil der Protestanten oder Katholiken war also sehr gering. Also man könnte ja nun auch konstruieren und halt sagen, also da könnte ja eigentlich auch mehr geschehen, aber ist ja nicht. Also insofern ist das eine, was die Kriegsdienstverweigerung anbetrifft, eine gruppenspezifische Geschichte. Wir können so etwas nicht konstatieren für meinetwegen die Gruppe der Katholiken oder Protestanten. Ja, gibt es noch Fragen? Als Anmerkung, Sie sprachen ja auch von Ihrem eigenen Werdegang. Ich finde es wahnsinnig positiv, in einem Staat leben zu dürfen, in dem es dieses Gesetz, dieses Recht gibt, Kriegsdienst zu verweigern. Aber so leicht, da muss ich doch etwas widersprechen, so leicht ist das hier in Deutschland auch wieder nicht. Verweigern oder was? Als Verweiger anerkannt zu werden. Also ja. Ich habe da vor dem Verwaltungsgericht Hannover noch jahrelange Wartezeit drum kämpfen müssen, nachträglich verweigert. Und Sie sprachen ja auch von dem, sagten ja auf ausdrückliche Betonung der frühen Benennung im Artikel 4 Absatz 3, weiß doch jeder unter den ersten 10, die ersten 10 sind die besonders wichtigen, die besonders bedeutenden. Wenn ich zum Beispiel das Vergleich mit dem Recht auf Meinungsäußerung, wenn ich dafür ein Verwaltungsgericht bemühen müsste, um mein Recht auf Meinungsäußerung zu äußern, dann finde ich das schon, für Kriegsdienstverweigerung finde ich das schon ziemlich hart. Ich nenne das nach vierjähriger Wartezeit unzumutbar, was hier in Deutschland in diesem Bezug läuft.
Ich bin zwar anerkannt worden danach, aber ich möchte das nur mal erwähnen. Nicht? Also nur das Recht allein auf Papier heißt noch nicht, dass... Genau. Und ich habe im Krankenhaus Betten geschoben und habe mich gefragt, ob das dann die Alternative ist zum Kriegsdienst. Ne? Also da kann man, das war eine andere Diskussion, wie ich finde. Aber es ist richtig. Da gibt's diesen Artikel im Grundgesetz und es gibt eine Rechtswirklichkeit sozusagen. Ja, wenn ich jetzt keine Fragenden mehr sehe, hoffe ich, dass es auch keine mehr gibt. Wie schon eingangs gesagt, Sie haben noch Gelegenheit, heute die Ausstellung anzusehen, wer sie noch nicht kennt, bis 19 Uhr. Möglich wäre es auch, jetzt mit Herrn Wilke sich die Ausstellung zusammen nochmal anzuschauen. Er wird Fragen beantworten als bester Kenner der Zeugen Jehovas hier in München. Hat sich jetzt gerade spontan bereit erklärt dazu. Also wer sich da anschließen möchte, kann das gerne wahrnehmen. Allerdings mit der Bitte, die Eintrittsgebühr fürs Dokuzentrum noch zu zahlen am Tresen. Und um 12.30 Uhr dann im Foyer würde man sich treffen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Bedanke mich nochmal bei Ihnen, Herr Hesse, für den Vortrag und die Beantwortung der Fragen und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Sonntag. Applaus